wenn sich Elefanten nahe kommen. Was bloß ist mit Hidalgo los? Und ein Wunder bei den Haien? Erdmännchen im Übergangsquartier müssen da ausharren wegen Baumaßnahmen. Schön kuschelig, doch auf Dauer kein Ersatz für ihr Revier im Freien. Dort geht's gerade lautstark zur Sache. Jens Hirmer als Bauleiter betreut die Renovierung des königlichen Souterrains. Problem ist, die Anlage steht jetzt mehrere Jahre und wir haben immer nur aufgefüllt. Das heißt, wenn die Erdmännchen hier Höhlen gegraben haben, haben wir immer wieder bloß mit Sand nachgefüllt, um das immer wieder aufzufrischen. Wir haben auch schon mal im letzten Jahr versucht, oder vor 2 Jahren, per Hand hier mal ein paar Zentimeter rauszumachen, aber das ist eben zu viel. Mit schwerem Gerät werden die alten Gemächer eingerissen. Wir haben hier Baufreiheit, das Wetter ist günstig, das heißt, jetzt können wir die Chance mal nutzen, mal eine Komplettsanierung zu machen, und das machen wir jetzt. Das ist ja schon ein Schaufel mir verrückt. Hey, hey. Sieht man dich irgendwo doch mal? Jörg Gräse verstärkt das Team. Er ist Experte, kennt die Vorlieben seiner Majestät und ihres Gefolges. Es ist ganz gut, dass mal ein bisschen Frisches reinkommt. Das ist ja auch ziemlich, sieht man ja auch ziemlich lehmisches Gelumpe, was zu sehr lehmig ist, wo es nicht mehr unten weg kann. Das Wasser dann auch mitunter. Ne? Sag mal, die Pflanze hier, die muss raus. Siehst du die? Warum machst du die alle raus, Jörg? Die Dinger, die wachsen so schnell. Ich muss die im Jahr 2-3 Mal schneiden. Ja. Und weißt du, das ist eine Gelumpe. Also, ich meine, wenn die da 2-3 drin haben, wollen die sich mal unten drunter legen können im Schatten. Aber ansonsten brauchen die nicht so eine zugewachsene Landschaft. Ja. Das ist für die nicht so angenehm. Perfektion. Bis ins Detail. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Und es muss noch tief gegraben werden. Nein, Tein, der Frauenschwarm. Seit Monaten lebt er enthaltsam. Heute soll sich das ändern. Schinken wird heiß. Das ist immer, wir wissen es immer nicht ganz genau. Also ich denke, dass sie jetzt heiß wird. Und die Urinproben sagen das auch. Und da lassen wir Neiten. Da guckt der Rüssel. Neiten. So ist er schön brav. Lassen wir Neiten zu Ching und den anderen Kühen. Und ja, schauen wir mal. Hey, mein Freund. Jetzt sind Mädchen. Die Mädchen machen sich bereit für das Treffen mit dem großen Verführer. Hoa. Don Chu. Und Chin. So. Letztere könnte heute in den Genuss von Nintains Qualitäten kommen. Robert, geh mal in Schiro. Action. Der Bulle, dem die Frauen vertrauen. 15 Kinder hat er schon. Hoa ist schwanger. Genau wie Indra, die heute drin bleibt. Der Rest feiert ein feuchtfröhliches Wiedersehen. Gott sei Dank haben wir eine Kameraüberwachung. Sonst würde ich gar nicht sehen, was als erstes passiert. Das Übliche. Der Bulle kommt rein, egal wie lange er weg war. Der war ja nur ein halbes Jahr nicht bei den Kühen. Der guckt jetzt nach, ob die heiß sind oder nicht heiß sind. So, jetzt haben sie das Fressen gefunden. Jetzt erst mal frühstücken und dann geht's weiter. Tja, an so eine Sache sollte man nicht nüchtern rangehen. Wenn jetzt ein richtig heiß wäre, dann würde er trotzdem erst mal fressen. Ja, dabei harmoniert das Paar schon ganz gut. Aber viel mehr passiert jetzt auch nicht, weil jetzt haben wir erst mal ein technisches Problem, jetzt müssen wir erst mal den Sand reinschaffen lassen.
reinschaffen lassen. Die Sundergaviale haben einen Kranken in ihren Reihen. Da bleibt keine Wahl für Micha Ernst und Kurator Schmidt. Der Patient muss an Land. Wir warten jetzt auf Frau Dr. Langgut, weil die muss sich das Auge angucken. Das gefällt mir nicht, aber ich habe es nicht gut gesehen, weil die immer noch scheußen. Wir müssen die leider mal greifen. Mache ich sehr ungern, aber sonst sehen wir nicht, was da das Problem ist. Vielleicht ist es auch keins. Noch liegt der Kräftevorteil bei den beiden hier. So, Klebeband. Die schnelle Eingreiftruppe. Reicht. So, gehen wir raus. Hält nichts von langen Diskussionen. Widerstand ist zwecklos. Trübe Aussichten für den geschwächten Gavial. Oh ja. Also jetzt wäre was drin gegangen, ne? Mhm. Ja, vor allem, das hat sich, wenn du guckst, das hat schon nicht mehr die Spannung. Wir machen mal Fluoreszin drauf und gucken, ob die Wunde noch offen ist. Aber da ist definitiv eine Hornhautverletzung und das geht tiefer auch. Was ist das jetzt? Das ist Fluoreszin. Und, also ein Farbstoff. Und der wird auf die Pupille oder auf die Hornhaut geträufelt. Und wenn das verletzt ist, das Gewebe, färbt sich das an. Das heißt, da sehen wir, ob das Ganze schon verschlossen ist. Das leuchtet halt schön grün. Der Tröpfchentest bringt Gewissheit. Mhm. Gibt's noch einen Lichtblick? Für den jungen Gavial. Bei Jörg und seinen Erdmännchen ist erstmal Frühstückspause angesagt. Nur mal die Erdmännchen noch was geben. Die Zeit ist also jetzt nur noch begrenzt, wo sie sich hier hin aufhalten. Also, das ist auch für die dann schöner wieder draußen, weil da ist ganz einfach mehr Action und das brauchen die auch. Ja. Fein, fein, ihr wartet wohl schon. Jörg gibt sich echt Mühe. Den Erdmännchen die Zeit zu verkürzen. Da hängt dein Kind noch mit dran, Königin. Was soll es eigentlich den Kindern geben? Es ist eine Bande, hä? Eure Mutter, hä? Na du, alles gut bei dir? Hey, du bist ja ein ganz mutiger. Hm? Hey, sag mal, du bist sowas von fressen, dein drittes Küken schon. Siehst aus wie ein Verkehrskegel. Hey. Bist du ein Frecher? Ein Frecher? Ich liebe dich hier. Ihr alten Wurstköppe. Hm? Wursch. Das traute Zusammensein nur von kurzer Dauer, Jörg. Muss noch woanders hin. Okay, ich komme mit rüber, René. Ne? Alles klar, bis gleich. Ciao. So. Eure Anlage wird jetzt weiter gebaut, hä? Hey, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ach, meine Nase, sag mal. Das ist meine Nase, du alter Schlump. Jetzt geht's. Passt auf, rein. Auch wenn's schwerfällt, Jörg muss jetzt Tschüss sagen. Nee, ihr könnt nicht mitkommen. Ja, ich weiß, ihr müsst bei mir bleiben. Okay, Vorsicht. Ja, ihr müsst nicht mitnehmen. Nase weg. Du kommst ja kein raus bei den Fenstern. Hier ist das Frühstück schon beendet. Und es gibt erste Sympathiebekundungen zwischen Chin und Nein Tein. Aber nicht nur hier wird kräftig gebaggert. Auch hinterm Elefantenhaus, da kommt frischer Sand für die Innenanlage. Auf jeden Fall ist der richtige Sand. Feine Körnung mit viel Lehm. Wer
Marke Töpfer tritt. Also ich bin noch nicht in der Selbsthilfegruppe und muss töpfern, aber wer das mal gemacht hat, meine Schwägerin macht das zum Beispiel und ich habe eine gute Freundin, die das macht, die haben immer ganz weiche Haut. Also ganz, ganz, habe ich übrigens auch, aber bloß auf der linken Hand. Die rechte Hand ist etwas grober, weil da immer der Besen ist. Das jedenfalls ist es gut für die Haut, das Peeling. Und für den Elefanten ist es genau das Gleiche. Abgesehen davon, dass sich das festtritt und die dann was zu tun haben. Die müssen also, wenn sie sich was auf den Buckel schmeißen wollen, müssen die so ein bisschen mit dem Fuß, müssen die das locker machen und da reiben sich die Fußnägel weg. Deswegen nehmen wir nur ungewaschen, also Natursand. 30 Tonnen frische Füllung kommen insgesamt in die große Sandkiste. Herrlich zum Buddeln. Ich muss nicht selber buddeln. Das wäre auch ein bisschen anstrengend. Also ich kenne es noch, früher war alles besser. Da musste man es alles mit der Schaufel machen. In dem Fall war es nicht so. Da ist mir der Radlader lieber, ja. Und vor allen Dingen ein Kollege, der es macht. Da kann man schön faulenzen. Nein, Tein dagegen ist doppelt aktiv. Bändelt mit Chin und Dong Chung an. So ein schwerer Nöter. Hat's nicht leicht. Gerade noch seine Lieblinge gestreichelt, ist Jörg bereits wieder auf der Baustelle. Hier hat sich inzwischen einiges getan. Es geht jetzt um das bauliche Wahrzeichen des Königreichs. Der Termitenhügel soll ein neues Fundament bekommen. Diesen Unterbau jetzt, der sieht ja sehr massiv aus. Da dürfte normalerweise das Erdmännchen dann auch nicht mehr irgendwo so untergraben können, dass es irgendwo dann doch mal im Laufe der Zeit irgendwie absackt oder so. Dürfte eigentlich nicht passieren. Und das ist schon was Stabiles. Also der vorhergehende Unterbau, der war ja doch ein bisschen rustig gewesen. Also es war mit Brettern unterfüttert. Also alles, was Holz ist, ist nun mal so, dass es verrottet, Holz. Und da ist natürlich der Hügel dann auch abgekippt. Und so sieht er natürlich dementsprechend jetzt auch schon ein bisschen massiv aus, also verrottet aus. Aber da muss schon noch ein paar Jahre mitmachen. Hoffen wir jedenfalls. Vorsicht! Ich weiß nicht, wie lange das noch hält. Ja. Das werden wir ja sehen, ob das gute Stück diese Hängepartie noch übersteht. Das ist Käse. Rüber nimmt das mal hier. Ja. Aber das können wir so lassen. Das ist okay. Lassen wir es so? Ich würde sagen, das lassen wir so. Warte mal, ich guck nochmal. Vor allem wichtig ist, dass das Wasser erst auch ist. Ja, das lassen wir so stehen. Ist okay. Wichtig ist, dass das Wasser alles kommt. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Wenn es dann fest ist, der Beton, ist es ein großer, fetter Klotz, denn der verschiebt sich auch nicht mehr. Denn das Erdreich hier unten, das ist ja auch ziemlich fest. Ne? Der steht zwar nicht mehr so, wie er mal stand, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das schon so okay ist jetzt auch für die Erdmännchen. Auf jeden Fall, was wichtig ist, dass sie wieder als Aussichtsturm mit nutzen können. Und das können sie dann auch. Nur das ist die Hauptsache. Wieder ein Meilenstein gesetzt auf dem Weg zum neuen, alten Königreich. Beim jungen Sundagavial stimmt was nicht. Da steht eine Diagnose an von Frau Dr. Langguth. Ja, also wenn das jetzt hier diese weiße Stelle, das wollte ich testen, ob die noch offen ist. Das heißt, ob das noch eine Verletzung ist. Also so wie das Auge jetzt aussieht, und man sieht es ja schon ganz deutlich, ne? Es hat sich schon im Prinzip organisiert, zusammengezogen, verkleinert. Das ist nicht wieder reparabel. Die wird das Auge verlieren, die wird damit aber auch gut klarkommen. Ja, also im Freiland hat es schon ein Problem, weil die brauchen die Augen schon auch. Aber bei uns bekommen sie ja voll Verpflegung, deswegen da hat sie nicht das Problem, dass sie jetzt wirklich gezielt einem Fisch ja nachjagen muss. Deswegen denke ich, hat sie da nicht so die Probleme weiter. Trotzdem kein schönes Los, sehbehindert. Und das für immer. Ist wirklich schade, aber kann schon sein, dass die sich vielleicht wirklich irgendwo das angerissen hat und dann sind da Keime eingedrungen und das Ganze hat sich entzündet. Und dadurch, dass die so scheu waren, war es einfach nicht zu bemerken. Holst du mal einen Zollstock? Die nur mal messen. Prost.
Also ich würde gerne noch mal drauf gucken, aber dafür müssen wir sie nicht unbedingt fangen. Ja. Das ist die große. Wie groß ist sie? Die größte war 1,29. Also, also hat sie einen Zentimeter zugelegt. Wenigstens läuft die Entwicklung sonst nach Plan. Für den jungen Patienten. Hat jemand ein Taschenmesser? Ja, ich zum Beispiel. Mit seiner spitzen Schnauze bleibt er als Sundagavial sowieso der Exot unter den Krokodilen. Und an das neue Blickfeld wird er sich auch gewöhnen, wenn hier erstmal wieder Ruhe eingekehrt ist. Die schwangere Indra und ihre Mutter Saida testen im Elefantentempel die Sandqualität. Draußen unterdessen kommen Nain Tain und Chin allmählich in Fahrt. Na? Ja, ist nicht so ein Scheiß. Das dauert schon noch. Ja, fein, das machst du genau richtig. Das machst du wirklich genau richtig. Ich stelle es hin. Zeig mir, ob es so heiß ist. Das, so sieht es aus, wenn Elefanten flämen. Bei Pferden und bei Huftieren kennt man, dass sie die Lippe so krass ziehen. Ich mache das nicht vor, weil das furchtbar aussieht eigentlich. Und sich einen Urin drauf träufeln lassen und dann in die Nase ziehen. Und die machen es halt mit dem Rüssel, was ja auch Nase mit ist. Und gucken, also gucken, schnüffeln das und saugen den Urin ein bisschen auf. Und jetzt sieht man es schön, tun das ans Jakobsche Organ. Und da schnüffelt er, ob die empfängnisbereit ist oder nicht. Nein, Tain. Kavalier der alten Schule. Wir brauchen keine Frauen überreden. Mit Rose oder Schlafsahne oder Erdbeeren und Schlafsahne oder sowas. Das brauchen die nicht. Die sind stark genug. Die kriegen das so hin. Beneidenswert, oder? Nee, ich möchte kein Elefant sein. In dem Fall möchte ich kein Elefant sein. Aber noch sind sie am Machen hier. Also wenn der Ching decken wird, also nicht nur decken würde, sondern dass die tragend wird, das wäre natürlich sensationell. Wie gesagt, die hat schon ein Jungtier gehabt. Zählt damit zwar nicht als erfahrene Mutter, aber wenn sie die Richtung. Und das wäre schon schön. Und ein Tennis, ein lieber Bulle, der tut den Weibern auch nicht. Meckung war da ganz anders, wenn der decken wollte, da hat er gedeckt. Was dann eher in einer Vergewaltigung ausgeht. Hat dann nicht mit Hitze zu tun, das ist so ein sogenanntes Dominanzdecken. Und das macht er nicht. Der ist lieb. Hey, mein Freund. Hat ein bisschen geschnüffelt. Schnüffeln? Nicht anfassen. Das wird. Das wird. Heute mit Sicherheit nicht mehr, aber es wird. Vielleicht morgen. Nachwuchs bei den afrikanischen Ziegen. Gerade auf der Welt muss die Kleine gleich zum Arzt. Wieder eine Mission für Frau Dr. Langgut. Na, ist bei einer geblieben. Bei einer geblieben? Ja. Wir hatten am Freitag noch gedacht, es kommt vielleicht ein zweites. Ne? Mhm. Und ist ein Mädel? Ist ein Mädel. Sehr schön, Glückwunsch. Danke. Können wir mal brauchen, ne? Ja. Nicht so ganz schlecht. Nee. Gucken wir mal. Und es munter trinkt. Ja. So, ich würde sie mal holen. Ja. Mäuschen, wo bist denn du? Hast du dich versteckt hier drunter? Die Kleine ist ja schon gut zu Fuß hier. Erst wenige Tage alt. Jetzt muss ich wieder mal in die Kindersprache von vorher. Hallo, ja. Hi. Ja, du bist ja hübsch. Zeig mal. Guck mal hier. Och, ein bisschen Vorbesitzer. Ja, sie sieht ein bisschen ulkig aus, aber... Also sie hat einen Vorbiss, das heißt, der Unterkiefer ist länger als der Oberkiefer, ne? Steht so drüber. Dadurch hat sie so ein bisschen einen lustigen Gesichtsausdruck. Ein sympathischer Unterbiss. Aber sonst
normal. Eigentlich sieht sie aus, wie eine Ziege aussieht. Wir haben alle so ein Gesicht, finde ich. Entschuldigung, ich hab mich richtig festgehalten jetzt. Ich hatte sie kurz. Und das war's hoffentlich. Der freut sich sicher auch. Piekser. So, ups. Und jetzt geht's zurück zur Herde. Die wird die Kleine bestimmt mögen, denn die dezente Kieferfehlstellung sorgt dafür, dass es immer so aussieht, als würde sie lächeln. Keine guten Aussichten für Christa, die Mähnenwölfin. Hidalgo. Ihrem Gatten geht's nicht gut. Ich will jetzt erstmal reingehen und ihn separieren von der Christa. Für die ist das sowieso auch immer ganz aufregend, weil die versteht das natürlich auch nicht, dass der Olle nicht ganz so richtig drauf ist. Ne? Guti. Jörg schaut deshalb nach dem Rechten. So oft es nur geht. Hidalgo. Hidalgo. Ist gut, meine Christa. Ach Mann, ey, das ist doch wohl nicht wahr. Du verstehst auch die Welt nicht mehr, hä? Ja, ich weiß. Mann, das kann ja nicht sein. Ich war heute früh gucken, da ist er noch rumgelaufen. Aber jetzt sieht's nicht gut aus. Da ist er schon, hat er schon abgeschaltet. Ah, Dr. Bernhard müsste jetzt gleich kommen. Ah, das ist aber. Hidalgo. Hidalgo. Emma, von den anderen separiert. Hat das etwas mit ihrem süßen Geheimnis zu tun? Nehmen wir das schöne Grüne, hä? Naja, das ist aber zum Stecken eben so scheiße. Dann nehmen wir nicht das schöne Grüne. Nee, vielleicht, das ist alles nur so, obwohl den hier vielleicht. Marco Mena und Danny Lose wollen ihr was Besonderes bereiten. Aber das ist eben wirklich nicht sehr effektiv hier. Nee. Die Rinde fressen sie gar nicht. Aber es gleich geschreddert wird, kann man es auch vorher noch in den Stall tragen. Danny, ich glaube, das reicht für die Emma auf jeden Fall. Der Grund für den Eifer steht hinter dieser Wand. Ja. Also ich bin 1,75, also so ungefähr. Und die ist nochmal 5 cm größer. Ja, also die ist mit 1,80 auf die Welt gekommen. Überhakt uns schon fast alle Pfleger hier. Ja. Mit vier Alterstagen. Ein kleiner Junge. Emma hat ihn vor 4 Tagen zur Welt gebracht. Nun bekommt sie eine Extrawurst, wohnt von den anderen getrennt. Keiner soll ihr die Portion streitig machen. Danny, ja, da fütter ich jetzt draußen was und du sprichst. Ich rufe raus. Okay. Wenn der Max weg ist, scheuchst du ein bisschen. Die anderen kriegen ihr's draußen. Ein schönes Hin und Her fordert sämtliches Personal. Alles zum Schutz von Mutter und Kind. Stefan, ziehst du mal den Außenschieber auf? Ja. Für Emma bleibt der Fensterplatz. Da ist er, das Mädchen. Also die Geburt deutete sich am Ende dann doch an. Und dann hat sie es aber heimlich in der Nacht gemacht. Also wir haben eine Kameraüberwachung. Abends, als das Licht dann ausging und auf der Kamera nicht mehr zu sehen war, da war es noch nicht da. Und früh, als es wieder hell wurde und man wieder was sehen konnte auf der Kamera, da stand es schon. Gut, wir müssen jetzt mal Handgriff machen, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Da, Stefan, da würde ich rübergehen, ziehe den Schieber auf. Ja. Und du jagst raus. Scheuchst mal so die anderen. Hey, ihr kleinen Süßen. Die Giraffen tanzen, müssen an die frische Luft.
ein bisschen die Beine vertreten. Aber nur kurz, damit Emma so allein nicht erst nervös wird. Nicht so leicht, allen gerecht zu werden. Da müssen sich die Pfleger ganz schön ranhalten. Wir haben das ja früher immer so gemacht, die Kühe kriegen ihre Kälber in der Gruppe. Das hat auch im Großen und Ganzen ohne irgendwelche Reibereien funktioniert. Aber was eben jetzt nicht mehr funktioniert, ist die Mutter mit dem kleinen Kalb gemeinsam in der Herde zu belassen, kurz nach der Geburt. Weil die anderen Jungen, und die sind ja nun mal ja, am Ende scharenweise Jungen noch drin, 4 Stück im Moment zusätzlich zu dem kleinen, und die sind wie die Schmeißfliegen. Sobald die bemerken, dass eine Kuh, also dass die Milch einschießt, und das ist ja nur kurz vor der Geburt der Fall, weichen die da nicht von der Seite und saufen dort eben die ganze diese Cholesterolmilch weg, und das geht natürlich nicht. Also das kann man einfach nicht durchgehen lassen. Also eine Einzelbox für Mutter und Kind. Alles, damit der Kleine mal was auf die Rippen kriegt. Kopasch, der Schabrackentapir. Na, Kopasch. Alles gut. Wartet auf sein Verwöhnprogramm. Was ist los? Hm? Also mit dem Kopasch, da haben wir echt Glück. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man beim Schabrackentapir einfach so reingehen kann und so. Also ist auch nicht unbedingt gesagt, dass es so bleibt. Aber wir hoffen das natürlich. Und dafür geben Timo und Andreas alles, jeden Tag. Also man sieht das jetzt an den Augen, der ist schon halb in einer anderen Welt, sage ich mal, halb weggetreten. Ich denke, lässt sich jetzt gleich einfach hinfallen und dann lässt er alles über sich ergehen. So. Gebürstet. Andreas, jetzt kannst du eigentlich reinkommen. Dann gucken wir mal nach den Füßen. Na, dicker? Zur Fußpflege geht's vierhändig weiter. Vorne ist er manchmal sehr kitzlig, daher versucht immer einer, den abzulenken, weil er dann manchmal auch mal tritt. Nur für Profis. Das Kuscheltier. Einmal sind sie halt gefährlich, weil sie so schreckhaft sind. Und zum anderen haben gerade die Männchen auch wirklich lange Eckzähne und können richtig heftig beißen. So. Diese Rundumbetreuung sagt ihm aber zu. Ja, der stöhnt immer richtig. Also man merkt richtig, dass ihm das gefällt alles. Es gibt Momente, die sollten nie enden. Also bei ihm haben wir eigentlich noch nie das Gefühl gehabt, dass er zu viel Streicheinheiten kriegt. Also er bleibt so lange liegen, bis wir halt aufhören. Ist ein Genießer. Kriegt er noch seine Belohnungsbanane. Für gute Mitarbeit. Genau. Kleine Belohnung. Hm? Auch noch. Ist ja echt doppelt gemoppelt. Ja, der lebt nicht schlecht. So entspannt wird's wohl nebenan nicht ablaufen. Bei der Leila ist ein bisschen schwieriger. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil die noch sehr schreckhaft ist. Da ist das Ganze schon ein Zacken schärfer. So. Noch wirkt sie ganz geschmeidig. Hilflos muss Christa ansehen, wie schlecht es um ihren Hidalgo steht. Na Doktor, so gleich durch den ganz durchen Wind hier. Kurze Zeit später ist der Arzt vor Ort.
sieht nicht gut aus, Doktor. Da liegt schon flach. Was liegt da? Da liegt schon flach hier draußen. Da steht auch nicht mehr auf. Schmerz- und krampflösende Mittel hat Dr. Bernhard schon gegeben. Geholfen hat's offenbar nicht. Nun muss Hidalgo dringend in die Klinik. Willst du mal gucken gehen? Nee, noch nicht. Ich gehe mal draußen lang. Er scheint einfach nicht mehr auf die Beine zu kommen. Der Mähnenwolf. Selbst zu schwach, sich zu wehren. Im Ostpazifikbecken des Aquariums geht Wundersames vor sich. Die Ereignisse der letzten Tage haben eine hier in ein ganz anderes Licht gerückt. Die nicht. Und den hier auch nicht. Sondern die kalifornische Schwellheidame. Lothar Dudek. Wo soll ich denn hin? Und Martina Hacker. Deine Schokoladenseite. Hallo. Wie denn? Da hinten in der Ecke sitzt sie. Mit einer Extraportion Futter wollen sie den Geheimnissen auf den Grund gehen. Heute habe ich 2 Heringe für sie mit. Mal schauen, ob sie hungrig ist oder nicht. Aber ich werde das gleich von der anderen Seite mal probieren. Und dann habe ich noch ein bisschen Futter für die anderen hier im Becken dabei. Hallo. Okay, hungrig ist anders. Hungrig ist anders, ist wieder auf ihre Linie bedacht. Na komm. Na nun ist er weg. Die anderen müssen sich gedulden. Erstmal muss die Haidame zu Kräften kommen, denn in den vergangenen Tagen hat sie Großes geleistet. Die extra Portion Futter hat sie sich deswegen verdient, weil wenn wir hier mal in diesen Kasten reinschauen, da haben wir eine ganze Menge Eier von ihr drin. Und Eier hat sie immer mal gelegt, aber da war bisher nie etwas Befruchtetes dabei. Und letzte Woche haben wir dann eben entdeckt, dass in einem Ei eben, wohl so wie es aussieht, ein kleiner Hai ist. Und das sieht man auch schon, wenn man das Ei so ein bisschen ins Licht hält. Dann sieht man da den kleinen Hai, wie er sich bewegt. Also das, was man in der Mitte sieht, das ist das Dotter. Und an diesem Dotter hängt eben der kleine Hai dran, der sich schon schön aktiv bewegt und eben intensiv mit dem Dotter verbunden ist, worüber er dann eben auch ernährt wird. Die nächsten 7 bis 12 Monate. Die Eikapsel mit allem Drum und Dran. Ein Wunder der Natur. Auch eine kleine Sensation. Aber das Kurioseste an der Sache ist, wenn man mal in das Becken guckt, wir haben eben nur ein Hai in dem Becken. Also nur das Weibchen. Und da stellt sich ja nun die Frage, wer war's? Und seit 9 Jahren. Also es gibt ja auch bei einigen Tieren sowas wie Vorratsbefruchtung, was dann so, aber das kann es ja auch nicht gewesen sein. Dann hätte ja mein Mann dabei gewesen sein müssen. Wir hatten definitiv nie einen Mann hier. Single. Seit 9 Jahren. Und plötzlich Nachwuchs. Wie kann das passieren? Emma guckt und wartet. Noch ist sie mit ihrem Kind allein. Aber der große Stall ist längst geputzt, die Futterraufen aufgefüllt. Zeit. Achtung, Emma, los geht's. Dass das Buffet hier drinnen eröffnet wird. Keine halbe Stunde haben die Pfleger für alles gebraucht. Ja, jetzt kommen sie wieder rein. Da gucken sie schon. Die Herde geht jetzt in den großen Stall hier und hat auch die Vorgehege. Und die Emma, ja, steht nun nicht mittendrin, aber ist eben im Prinzip von Giraffen umzingelt. Sie ist bestens im Bilde.
Und, bewegt sich was? Da. Na, die Emma kommt jetzt nicht. Guck mal, wie die guckt. Naja, ich lasse jetzt die anderen rein, wa? Ja. Ja, wenn dann die anderen drin sind, das entspannt dann schon viel. Ja. Auch für Emma. Hey, ihr kleinen Süßen, geht los. Nun kommen auch die anderen wieder rein. Offenbar angelockt vom Duft. Nähern sie sich dem frischen Grün. Nur Emma nicht. Ich meine, gut, Giraffen fressen ja eigentlich meistens. Also entweder fressen sie oder sie keulen wieder. Ich meine, gut, so können sie es ja wieder keulend eine Weile zubringen, aber irgendwann muss sie mal wieder was fressen gehen. Es wird jetzt nicht ewig gehen. Aber die hält das ja immer ganz schön lange aus. Die alte Dola. Das ist so der Klassiker, so irgendwo hinstarren, ewig und drei Tage und sich nicht rühren. Und das macht sie eben immer wieder. Was macht der Kleine jetzt? Liegt der? Nee, der steht. Der steht? Ja. Der steht könnte der jetzt immer eigentlich trinken, ne? Wenn er so schön steht. Mhm. Wird aber nicht machen, ne? Mhm. Ich geh mal gucken. Ne? Ja, geh mal gucken. Der Kleine muss trinken. Stabil werden. Erst dann darf Emma in die Herde zurück. Er liegt gerade total entspannt. Ach, das ist und knabbelt sich am Fuß rum. Ach, so ein Fallpelz. Der schläft. Schert sich um nichts. Hidalgo ist nun ruhig gestellt. Doch die Ursache seiner Qual, die muss nun gefunden werden. Also, 36, das kann nicht sein. Ich mach nochmal. Das kann schon sein. Okay. Seine Körpertemperatur am Boden. Ja, der Kreislauf ist ziemlich darnieder und da ist natürlich der Druck in den Venen gering. Ja, wir müssen jetzt hier vorne oder hinten anfangen und ihn durch untersuchen. Dr. Bernhard tastet sich vor, vermutet ein Bauchleiden. Das habe ich schon mal benutzt, das ist so. Aufgetanzen. Doktor, der atmet nicht mehr. Also es gibt eine Hoffnung, sieht nie nach einer Infektionskrankheit aus. Eher für mich jetzt so vom Äußeren, entweder wirklich eine Magenverdrehung oder zumindest irgendwelche Darminvaginationen oder sowas. Das ist in dem Hinblick auf die Jungen und das Weibchen natürlich ganz wichtig. Hidalgos Familie wird ohne ihn leben müssen. Kopasch ist glücklich. Ob das bei der scheuen Laila auch gelingt? Versuchen wir es mal. Sie wartet zwei Gehege weiter. Diesmal geht Timo lieber allein. Hey Laila, alles gut? Hm? Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Ist gut. Hm? Hm? Hier braucht's besonders viel Einfühlungsvermögen. Bei der Laila ist es ganz wichtig, dass die wirklich richtig satt ist, bevor man reingeht. Die ist nämlich sehr verfressen. Und wenn die Banane schon riecht, dann
denkt die nur noch ans Fressen und wird unruhig. Also da hat man dann keine Chance mehr. Naja. Dass Timo sie so berühren darf. Monatelange Vertrauensarbeit. Und das ist auch ganz wichtig, weil der Umzug in die Halle ja bevorsteht. Und da ist es ganz wichtig, dass die das einfach kennenlernen früh genug. Dass nicht nur immer dieselben Pfleger da sind, sondern auch mal fremde Leute mit drin sind und unterschiedliche Stimmen und Geräusche und so. Also das ist schon ganz wichtig. Wahrgenommen hat Leila aber auch ihren zukünftigen nebenan. Die riechen sich natürlich, die hören sich und wissen auf jeden Fall, dass jemand anders noch hier ist. Ja. Und manchmal merkt man auch, dass sie sich richtig gegenseitig rufen. Also wir vermuten, dass es mit der Hitze von ihr zu tun hat, dass sie dann mehr ruft und er auch darauf reagiert. Und dann hat man hier manchmal ein schönes Pfeif-Duett. Uiuiui. Sehr schön. Überdruck. Der Entspannungsfurz. Leila hat gelernt, loszulassen. Uiuiui. Ja, also das war schon super auf jeden Fall. Dafür gibt's auch eine Banane. Diese Pflege hat auch positive Nebenwirkungen für den Pfleger. Also man sieht es an meinen Händen, Tapire sind nicht wirklich farbecht. Die haben ziemlich fettige Haut, weil die am Wasser leben. Und ja, wenn man die lange streichelt, dann braucht man keine Hautcreme mehr. Balsam für alle Beteiligten. Was will man mehr? Da ist er, schnell, sie kommt vor. Schnell, wir sehen die Mutti. Eine alleinstehende Haidame wird Mutter. Die Vaterschaftsfrage ungeklärt. Und Lothar, was meinst du? Wer ist denn nun der Vater? Aber hier haben wir jemanden, der ganz schön aufpasst. Bist du der Papa? Der Glotzaugenbarsch. Das ist doch der Vater. Die beiden haben sich. Zumindest passt er auf. Das ist das auch der, der von den ganzen. Ganzen Klotzaugen mit am schönsten. Meinst du, hat sich den schönsten rausgesucht? Natürlich hat sie sich den schönsten rausgesucht. Ich finde das, den hübschesten. Doch auch andere Mitbewohner waren zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe. Ja, da haben wir das sogenannte Opalauge, das ist der graue hier. Ja, der mit diesem weißen Fleck am Rücken. Und dann haben wir dort oben noch einen Felsenbarsch. Und wenn wir einen ganz flach gedrückten Kleinhai haben sollten, würde man sagen, es war der Plattfisch. Ja, so vom Verhalten her. Eben. Würden die am ehesten zusammenpassen. Würden sie am ehesten zusammenpassen. Doch die sind doch alle ganz unschuldig. Und vor allem die werdende Mutter. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also von den Insassen hier im Becken ist natürlich keiner der Vater. Wir haben hier nur das einzelne Haiweibchen hier drin. Es ist auch schon in der Literatur bekannt, dass es bei Haien eben vorkommt, dass eben eine Jungfernzeugung stattfindet. Und so wie es aussieht, ist wahrscheinlich genau das hier passiert. Also das Ganze heißt Parthenogenese, Jungfernzeugung. Und das ist dann eigentlich ein genetisches Duplikat. Also das gleiche Haiweibchen schlüpft da nochmal. Ein kleines Mädchen wächst da heran. Das nennt sich Einmannbetrieb. Es geht also auch ohne Männer. Naja. Hast du jetzt Angst, dass sie nicht mehr gebraucht werden? Bei Menschen ist es auch noch nicht bekannt. Naja, also warte mal. Es gibt da so ein großes, dickes Buch und da steht genau das Gleiche drin. Wie wolltest du noch mal nennen? Na, hätten wir das gewusst, hätten wir sie Maria genannt. Heilige Maria. Da ist der Name fürs Kind schnell gefunden. Man müsste mal nachgucken, was kleine Maria heißt. Das wäre eine gute Idee, aber die Idee, die du hattest, fand ich auch nicht schlecht. Jesufine. Genau. Vielleicht wird es ja ein Junge. Das war nur eine richtige Sensation. Das wäre wirklich eine Sensation. Am nächsten Tag, Christa,
kommt nicht zur Ruhe. Hey Baby, du vertrittst wohl deinen Papa, hä? Das hat immer der Hidalgo gelegen in den Stall. Fehlt ein bisschen, hä, der Papa, ne? Brauchst keine Angst haben. Na, geh raus, pass auf, der kommt raus. Na, geh raus, alles gut. Oh, ganz erschrocken, süß, hä? Also, es ist ja wirklich niedlich, ey. Also, der hat es auf den Platz gelegen, wo sein Papa immer lag, ne? Hey, meine Christa, alles fein bei dir? Ist ganz fein. Ja, die Kinder haben gut gekackt. Alles gut, euer Kot. Das Leben hier muss weitergehen. Christa, ihre Kinder allein großziehen. Meine Christa, ist alles gut, alles fein. Sie merkt das ja natürlich jetzt auch, dass er alleine ist. Ne? Sie geht jetzt aber hintergucken, wahrscheinlich zu den Kindern. Ob alles gut ist, ob ich nichts irgendwie weggeräumt habe oder zerstört habe. Ja, ist alles gut. Das ist so richtig typisch Mutti. Es ist wirklich ein richtiges Trauerspiel, dass das Paar auseinandergegangen ist jetzt. Ja. Hidalgo war nicht mehr zu helfen. Dr. Bernhard weiß inzwischen auch warum. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, also frohes Schaffen und vielen Dank. Die ersten vorläufigen Befunde. Das war unsere Pathologie, ja. Es liegt also eine Harnblasenruptur vor, die ursächlich sicher für den Tod verantwortlich ist. Und dafür ist offensichtlich die Ursache, dass sich Harnsteine gebildet haben in der Blase, die dann zu einer Verstopfung der ausführenden Wege geführt haben. Und ja, das kann natürlich dann relativ plötzlich zu solchen Erscheinungen führen. Ja, schade, aber das war leider so nicht zu ändern. Streng bewacht Straußendame Sabine ihre Eier. Trotzdem wagt sich Denny Lose auf die Anlage. Er muss seine tägliche Arbeit verrichten. Die macht wirklich einen auf Stein. Ja, wenn man jetzt hier so lang läuft, sieht man auch manchmal, wie sie ihren Kopf runternimmt, so dass eben bloß noch dieser graue Rücken einfach da ist mit dem Gefieder und da erkennt man es schon schlecht. Da müssen wir selbst Tierpfleger, wenn wir von weiter vorne kommen, einfach genau hingucken, ob es nur wirklich das ist oder ob es nur ein Stein ist. Kein leichtes Spiel für Danny. Wir werden sehen. Außerdem Nachwuchs bei den Weißnackenkranichen. Aus dem hohen Norden kommen neue, quirlige Zoobewohner. Und die Tannenzapfenfische sind wahre Leuchten. Bis zum nächsten Mal bei Elefant, Tiger und Co.